ich hab mir das schon gedacht. 16. Das war doch schon vorher klar. 34. Ach, ich kann das nicht glauben. So. Wie gesagt, ich werde jetzt mit keinem sprechen. Mehr, wie man noch glauben soll. Ich gehe direkt. Feros, Dingswumms, ja, ja, alles gut. Einfach in irgend so ein Kackbett bis zum nächsten Morgen pennen hier. Ich schaff das ja, ich bin ja hier oberster Feuermagierrat. Oh, super. Für Innos! Ja, machst du auch richtig. Warte mal, ich kann vielleicht den ganzen Geschiss mehr verkaufen, dass ich nicht mit lernen, dass ich nicht so ganz armselig hier rum. Ah ja. Wie der Typ. Gibt hier keinen ordentlichen Händler. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ja, wir kennen hier ein paar. Ich wundere mich über gar nichts mehr. So ist es eh nur. Ich will trainieren. Das ist doch alles nur geredet. Ich kann dir nicht. Du bist ziemlich. Jetzt kann dir. Okay. Du machst so ein langes Gesicht. Verdammter Mist. Aufpassen musst du, wie ein Luchs, sag ich dir. Kaum drehst du dich mal um, ist dein ganzer Kram weg. Dreckiges Pack. Ich hab was anderes gehört. Welches Pack? Dieses Lumpengesindel von Drachenjägern natürlich. Was hast du denn gedacht, wovon ich rede? Aufpassen musst du, sag ich dir. Hat man dich bestohlen? Nein, sie haben mir 20 Goldstücke in die Tasche gemogelt. Natürlich gestohlen, du Idiot. Ich sag dir, wenn ich die Drecksau zu fassen kriege. Oh, wie geil. Was fehlt dir denn? Mein Geldbeutel, da waren meine ganzen Ersparnisse drin. Und jetzt ist er weg. Der findet sich schon wieder. Wenn ich den zu fassen kriege. Ja, ich weiß auch, wo der drin ist. Mach ich auch ganz schnell. Der hat ja nämlich hier beim Sitzen verloren und dann beschuldigt er die Drachenjäger. Kerolots Beutel. Hier ist sein Beutel. Und ich sag dir, wo ich den gefunden habe. Weil wenn ich nämlich sage, ich habe da so jemanden im Verdacht. Ich glaube, ich habe deinen Geldbeutel dann gefunden. Stress. Was? Wo? Welcher Mistkerl war das? Ist das wirklich wahr? Er lag drüben bei der Schmiede. Wo? Bei der Schmiede? Das ist doch sicher einem Drachenjäger aus der Tasche gefallen. Erzähl mir doch nichts. Hier, jetzt komm mal wieder runter, Bro. Weiß ich doch nicht. Das werde ich noch rauskriegen. Noch mehr Ärger kann ich nicht. So. Du hast auch bestimmt Spruchrollen. Entspann dich wieder. Ja, Meister. Ich werde mich bemühen. Ja, wollte doch schon sagen, ich bin ein Chef. Meinst du, mir geht das besser? So, ich will eigentlich nur einen Händler finden. Zeig mir deine. So, was hast du denn? Goblinbeere, nimm ich, danke. Feuernessel, nimm ich auch. Alles, was Mana gibt. So, Orkschlechter Inquisitor, edles Bastardschwert, 110, 110, ist natürlich geil, ne? 110, 110, die sind gleich, nur ich mag halt die Schwerter lieber als die Kolben. Deswegen kommt der weg. Orkisch Dingsbums kommt weg. Echsenschwert 4, wie gesagt, ist die Echsenschwerter zu klatschen, ist natürlich echt, ja, echt mies. Weil die sind halt echt für'n Arsch. Armbrust, was haben wir hier? Ausgerüstete Armbrust, komm. 8 Bögen, ja stimmt, das habe ich den Dingsbums abgenommen. Ich habe wieder ein bisschen Gold, das freut mich. Seelenruf, Amulett Flammen, Auge Innos, Ring des Wassers, Ring der Eichenhut, Schutz vor Waffen plus 3. Nee, kann weg. So, was habe ich denn sonst noch? Ich brauche keine Krallen. Trollfell, ja, das behalte ich alles mal. Drachenblut, woher ich das gefunden habe, echt keine Ahnung. Was habe ich denn sonst noch? Wargfell, Gletscherquarz, Sumpfkraut kann alles weg. Hohenstein, silberner Ring. Jo, ich habe genug Kohle. Meine Meinung wäre keine. Hatte der nicht auch Spruchrollen zum Verkauf?
Gut, dass du kommst. Hier ist die Hölle los. Oh, ich wollte was ist passiert? Die Drachenjäger machen sich hier in der Burg bereit und prallen, damit das Drachenproblem lösen zu können. Seid doch froh, dass es keine Feinde sind. Die töten noch nicht mal einen alten, kranken Snapper, so wie die aussehen. Viele von uns sind mittlerweile echt beunruhigt und glauben nicht mehr so recht daran, dass wir hier jemals wieder lebend rauskommen. Wart ihr hier oben nicht zwei Wachposten? Jetzt nicht mehr. Sengrad stand hier auf den Zinnen und ist dann auf einmal eingeschlafen. Seine gute Armbrust ist bei der Aktion heruntergefallen. Man konnte gerade noch erkennen, wie einer der Orks damit in der Dunkelheit verschwand. Sengrad wurde davon wach und ist einfach in die Nacht zu den Ork-Palisaden gerannt und kam seither nicht wieder. Innos, steh uns bei. Gut, blöd gelaufen. Ich will hier in der Burg auch nichts weitermachen. Ich will echt weiter aufräumen. Der Part heißt nämlich Miental aufräumen die zweite. Und das habe ich jetzt nicht vorzubrechen. Mann, da kommst du einmal als Chefmagier rein und dann kommen sie alle an. Oh Meister, ich hab mir sitzt ein Furz quer. Ja super, dann drück den Pickel am Arsch aus und dann ist gut. Meine Fresse, ey, bin ich euer Zimmermädchen. Der eine kann irgendwie, fällt der Geldbeutel aus der Tasche und dann regt er sich auf und dann muss erst der Chef kommen und sagen, hier, bleib mal locker, Bro. So. Das ist natürlich nur einer, macht aber nichts. Solange ich in der Nähe der Burg bin und pennen kann, ist mir das okay, ist mir das einerlei. So, Ork-Elite, komm mal zu Papa. Hierher. Supi. Oh, der hat gut gefressen. Ich meine, dass ich besoffen bin und das Schwert wegsteckt, bevor du tot bist, ist klar. Aber was du da machst, ist auch nicht gerade unbedingt helle. So, komme ich ein bisschen näher in der Hoffnung, dass ich beide triggern kann. Super, ich konzentriere mich nur auf einen. Jetzt alle? Nö. Okay, komm. Scheiß der Hund drauf. Mach ich jetzt alle platt, so gut ich kann. So, ich weiß natürlich, wo der Sengran ist. Der ist nämlich hier hinten irgendwo zu den Orks gerannt, weil er irgendwie geglaubt hat, seine Armbrust ist weggefallen. Und dann na, ist er blöd. Sorry, aber sorry, wenn das jetzt so böse kommt, aber die sind wirklich echt kaum was wert. Oh, ich habe eine Münze gefunden. Ja, komm, nimm mal 3 Stück davon. Was soll der Geiz? Armbrustanfänger 20%. Da bin ich ja mit dem Bogen besser dran. Und ich laufe mit einer Armbrust hier rum. So, ich mache jetzt erstmal hier nochmal eine Runde den Außenring. Mir eigentlich beim ersten Mal richtig Spaß gemacht. So, komm mal her. Oh ja. Das gönne ich mir. Und das gönne ich mir. Komm, ich hab's verdient. Beziehungsweise unser Typ hier hat's verdient. Das macht er nämlich ganz gut. Ein Wag frisst ganz leise und stumm sein Gras. Da kommt der
kleine Sascha schlägt ihn und er beißt ins Gras. Okay, der war schlecht. So, Außenring, jo, ich will jetzt hier nochmal gucken, aber da gibt es halt alles nichts. Wir haben das halt schon alles abgefarmt. Ich mache wirklich nur den Außenring und dann gehen wir zur Burg. Kein Respawn, nichts Neues, Menno. Ja, das ist natürlich doof. Es gibt viel zu entdecken im Minental. Das meiste ist eigentlich für den zweiten Durchlauf gedacht. Aber naja, geht ja auch anders, ne? So, ich bin jetzt hier mal ein bisschen vorsichtig, weil ich weiß nicht, was hinter dem Orkzelt steht. Da ist so eine Fahne dran. Da kann sein, dass da ordentlich Respawn reingekommen ist. Deswegen immer vorsichtig sein. Aber ich glaube, hier hinten ist gar nicht so viel. Feuerkraut, Heilkraut, super. Was haben wir denn hier? Heilpflanze, jo, nimm ich. Goblinbeere, jo, nimm ich. Feuernessel, Feuernessel, 154, jo, bleibt erstmal dabei. Heilkraut, Heilpflanze, Heilpflanze. Ist zwar ganz nett, aber bringt mir halt alles nichts. Da werde ich abspeichern müssen. Hier ist ordentlich was, entweder was nachgelaufen oder ich habe es nicht geschafft, einen zu triggern. Okay, die Orgelite ist kein Problem. Muss ich auf einen konzentrieren, am besten auf den, der am schwächsten ist. Dann hält sich das in Grenzen. Alter, hat der hier gerade nur noch Holder getroppt? Das ist ja Lowbop-mäßig. Ein bisschen zurück, den treffe ich. Ja, komm, die beiden. Ja, das war scheiße. Stufe gestiegen, super, alter Schwede, wir kommen hier echt noch auf unsere Kosten. Stärke 99, Lernpunkte 35, yo. So, einen Trank nehme ich mir. Gib mir meine Heilung. Ich könnte eigentlich die Heilspruchrollen verwenden, weil die nicht so viel Mana fressen. Und die zu verkaufen, naja, ist halt immer schwierig. Ich könnte es natürlich effizient machen und könnte immer mal meinen Mana-Haushalt verbrauchen. Und immer kurz, wenn ich vorm Sterben gehe, gehe ich zurück in die Burg und gehe mal eine Runde pennen. Aber ist natürlich dann auch zwar ganz nett. Aber es ist dann auch irgendwie langweilig, ne? Wo kommt denn die Elite her? Na dann komm mal her, Schamane, hm? Du hast mich nicht einmal getroffen, Mann.
wäre so schön, wenn wir mehr, wenn ich mehr von diesen Dingsbums kriegen könnte. Von den Kronstöckeln. Dann könnte ich die Feuerwurzeln eigentlich nicht in Mana-Tränke verwandeln zu können. Das ist so traurig, genauso wie die Heilwurzeln, weißt du? Normalerweise müsste ich diese Dinger trinken und die in reine Mana verwandeln und jetzt alles in Mana investieren. So, Bahn, komm mal her. Komm mal zu Papa. So ist das nun mal. Ach. Ich dachte, ich könnte das da vorne machen. Könnte das machen wie auf der anderen Seite. Nichts zu plündern. So, lief eigentlich ganz gut. Ja, komm, wir könnten eigentlich hier... Schwere Wunden heilen behalte ich. Leichte Wunden heilen. Habe ich eigentlich irgendwie noch sowas wie Feuerball oder so? Nee, ich habe nichts mehr. Dann trinke ich noch mal so einen Trank. Vielleicht hebe ich die Kleinen wirklich auf für die großen Mana-Sachen. Und ja, aber wir sollten hier mit dem Außenring auch bald fertig sein. Von daher kann ich dann meinen Mana-Haushalt jetzt eigentlich rausballern. Na komm her. Komm, dein Kumpel liegt schon da. Da liegt er. Kannst du dich daneben legen? Ja, ja. Komm, kannst du dich zu deinem Kumpel legen? Ja, super. In die richtige Richtung ist er noch gefallen. Aber jetzt möchte ich euch gerne looten. Da ist nichts zu holen. Wie, da ist nichts zu holen? Nichts zu holen. Nichts zu plündern. Mein Kumpel ist eine arme Sau. Er hat ja nicht mal Gold dabei. So, hier gibt es jetzt nichts mehr. Das ist supi. Doch, finde ich echt geil. Ah, da ist noch eine Elite. Wenn ich weit genug weg bin, sollte ich eigentlich... Ja, hat funktioniert. Wunderbar, oh wunderbar. Wie schön liegt das Wunder da. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich gehe jetzt ein bisschen... Ja, ich meine, was soll der Geiz, ne? Hier liegen noch Feuerkraut und so ein Geschiss herum. Können wir alles benutzen und so viel ist ja jetzt auch nicht mehr. Na komm, ich weiß, dass du mich ab hier siehst. Hm? Hallo. Ork. Na, sag mal, bist du zu blöd oder tust du nur so? Thank you.
Jo, der ist total fixiert auf irgendwas. Der ist darauf fixiert, sich am Arsch zu kratzen. Ah, der merkt ja gar nichts. Och, jetzt bemerkt, dass ich deine Hunde geklatscht habe. Der bellt und es ist dir scheißegal. Komm, den kriege ich ohne Damage. Läuft doch super, läuft doch super duper. So, ich gehe trotzdem vorsichtig entlang, weil du weißt trotzdem nicht, wie viel er jetzt hier noch rumkeucht und fleucht. Siehst du? Das sieht doch schon wieder ganz böse aus. Na, ja, sind nur zwei. Hält sich noch so ein bisschen in Grenzen. Na, vielleicht kann ich den einen so ein bisschen an den Baum klacken. So, er darf mich jetzt nicht klatschen. Ich habe nämlich vergessen zu speichern. Naja, ein bisschen was werde ich noch aushalten. Na komm her. So, da laufen noch einige Orks rum. Ja, ich habe natürlich jetzt auch keinen Mana mehr. Habe ich noch irgendwie leichte Wunden heilen, schwere Wunden heilen? Nee, dann muss ich das nehmen. So, zwei Orks weniger. Treffe ich da jemanden? Jo. Ist natürlich doof. Ja, super. Ich hab's gerade noch gesagt. Naja, komm, das passt eigentlich. Das haben wir. Oh ja. Blöd gelaufen. Ah, ich habe doch gespeichert. Ich war so geistesgegenwärtig. Komm, fresse ich mich nochmal voll, kann nochmal ein bisschen speichern. So, Snapperkraut, Feuerwurzel, Feuerkraut, perfekt. Eine Elite in Krieger verwandelt? Das sollte mir recht sein. Das ist einfacher zum... Ja, ich habe jetzt doch mehr Damage gefressen als gedacht. Da ist nichts zu holen. So, habe ich noch irgendwas, was ich so essen kann? Na komm, kann man mal machen. Ich kümmere mich erstmal um die Ork-Elite, die ist nämlich ein bisschen härter.
ist nichts zu holen. Jo, zum Glück lassen die ab und zu mal einen Trank fallen. Komm, ich speichere jetzt einfach mal ab. In der Hoffnung, dass ich den Shit so krieg. Komm her, Wang. Komm her. Komm zu Papi. Hm? Kommt das so lang vor gerade? So, Außenring ist gemacht. Freut mich. Hier keucht und fleucht jetzt erstmal nichts mehr rum. Wir können uns so halbwegs frei bewegen. Ist doch ganz gut. Guck mal, hier gibt es Fälle. Ah, deswegen war da auch so viel los. Das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, vergessen, ne? Das gibt wieder Zeug. Kann ich. Ich weiß auch, von wem ich viel Stärke lernen kann. Ich glaube, ich lege da 35 Punkte echt noch in Stärke rein. Einfach, weil es angenehmer ist. Ja, doch, 35 Stärke, 99 ab 100 kosten 20 Lernpunkte, 5 Stärke. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon so ist. Der Schmied in der Hafenstadt kann mir das nämlich beibringen. Und ich bin am Überlegen, ob ich genau jetzt vielleicht dahin gehen soll. Weil wenn mich alles täuscht und ich das meiste raushole, wenn meine Vermutung stimmt, dann kannst du von 50 bis 100 kostet dann ein Stärkepunkt nur 3. Das bedeutet, wenn ich dann, kannst du ja mal 5 auf einmal lernen. Das bedeutet, ich müsste jetzt auf 104 kommen. Für... ...15 Lernpunkte, dann habe ich noch 10 übrig. Bin bei 104, dann kann ich noch zweimal Stärke lernen. Dann bin ich bei 106. Shit. Nee, das bringt mir auch nichts. Ich versuche gerade irgendwie herauszukriegen. Edles Bastardschwert, 110 Stärke. Das ist wirklich gerade schwer. Oh, Dunkelpilze. Ich meine, klar, wenn man es durchrushen will, kann man das natürlich machen hier. Kann man zur Not natürlich auch alles hier nur das machen, was du machen musst und so ein Kram, aber weiß halt nicht. So, der Außenring ist leer. Jetzt können wir mal in die Burg gehen. Oder wir könnten die Palisaden noch mal abklimpern. Das habe ich nämlich beim letzten Mal nicht gemacht. Genau. Obwohl, ja, ist eigentlich nicht verkehrt, mal auch mal in die Burg zu gehen, ein bisschen was anderes zu machen. Vor allem, der Part geht jetzt 30 Minuten. Dann würde ich den Part nämlich mal beenden. Ja. Dann von den ganzen anderen Videos, die jetzt hochgeladen sind, alle so ein Stündchen. Ist zwischendurch mal so eine halbe Stunde eigentlich auch mal nicht verkehrt. Ja. Und ja, solche Sachen halt. Beim nächsten Mal haben wir da ein bisschen soziale Interaktion. Das ist ganz gut. Würde ich sagen, obwohl, na komm, ein paar Minuten machen wir noch. Gehe ich nochmal hier zum Händler. Zeig. Was hast du denn? Oh ja, das nehme ich alles. Nehme ich alles. Also Mana-Tränke echt hier feuerfrei. Das können wir eigentlich auch nicht mehr brauchen, weil, obwohl, ja komm, ich behalte es mal. Ja, müsste ich ja behalten. Ich meine, die Orks hatten noch Ringe. Jo. Wie du siehst, versuche ich jetzt gerade so viel Mana-Tränke, wie es geht, zu ergattern. Goldbrocken könnte ich natürlich eintauschen in 10 Goldmünzen. Da müsste ich aber ins Banditenlager. Die Frage ist, will ich da nochmal hin? Eigentlich nö. Ganz im Ernst.
130. Ich weiß wirklich nicht, ob wir noch auf 130 kommen. Auf der anderen Seite, was hält mich da auf? Den kann ich verkaufen. Wir haben ja die Teile. Weißer Rum. Könnte natürlich hier Lederrüstung verkaufen. Aber Anziehsachen sind halt so selten. Da brauchen wir eine, aber da reicht eigentlich hier so eine schwere Banditenrüstung. Raven's Garde. 195. Schwere Banditenrüstung. Die hat ja beides den gleichen. Also Piratenrüstung, klar, sieht cool aus. Feuermagierrobe könnten wir verkaufen, aber die schwere haben. Mache ich auch. Rüstung des Ring des Wassers hat sowas Spezielles. Aber hier Lederrüstung. Wenn wir mal an. Ich glaube nicht, dass wir noch undercover sein, unterwegs sein werden. Die Rune. Leichte Wunden heilen könnte ich eigentlich verkaufen, weil ich mittlere Wunden heilen habe. Ja. Lederrüstung. Schwere Banditenrüstung. 50-50. Verkaufswert 315, natürlich sehr viel wert. Hier 70-70, von den Werten her besser, aber Wert 195, nicht viel. Aber weißt du was, dann kommt die weg. Ja. Mhm. Natürlich alles nicht so viel wert. Wir könnten natürlich nochmal nach Corinnes gehen. Ja, Fackeln können wir alle verkaufen, weil wir die nicht brauchen. Liegt einfach daran, dass wir weil die Lichtrune haben. Na komm, lass gut sein. Lass gut sein. Ich habe jetzt genug Mana-Tränke gekauft. Normalerweise könnten wir auch die ganzen Heiltränke verkaufen. Weißt du, was ich meine? Also, wenn wir die ganzen Heiltränke hier verkaufen, dann wäre es nämlich eigentlich auch ganz nice. Ich dachte nicht, dass ich da was. Ich speichere jetzt hier ab. Boah, mach mal eine Pause. Es war richtig geil, aber. Man muss auch mal eine Pause machen. Ich habe jetzt auch mal genug. Meinung. War eigentlich ganz cool hier. 35 Lernpunkte. Wandle ich in Stärke um. Also hier, bis zum nächsten Mal. Da gehe ich nochmal nach Corinnes. Mache nochmal ein paar Sachen. Hole nochmal ein bisschen Kohle. Und gehe nochmal hier zurück. Aber das mache ich dann mit Teleporten. Also das geht dann ratzfatz. Obwohl, warte mal, wie viele Lernpunkte brauche ich dann noch? Nicht mehr viel. Ich glaube, beim nächsten Mal mache ich noch eine Stufe. Dann haben wir 45 Lernpunkte. Ja. Und die wandle ich dann nochmal in Stärke um. Oder ich rechne mir das nochmal kurz aus, ob das sich lohnt. Aber ich denke schon, weil 110 Stärke wären schon ganz geil. Auf der anderen Seite, ja, was haben wir denn hier, ne? Ist nicht viel. 130, 110, 100. Das ist, doch alles das ist jetzt nur wirklich. Natürlich einer Talentbonus, ne? Darfst du auch nicht vergessen. Also das ist ein Bastardschwert, aber trotzdem, mal gucken. Vielleicht legt Mana brauche ich eigentlich nicht. Das höchste Essen. Naja gut, hier. Überlegung zu Überlegung ist halt schon echt tricky, das Spiel. Also bis dahin hier, macht's gut. Ciao.